So, willkommen nun zur vierten Folge für die im Endeffekt die Progression Games, in denen es im Endeffekt das Spielen darum geht, dass immer wieder das eigentliche Spiel von vorne angefangen werden muss, um bestimmte Errungenschaften letztlich zu bekommen, um einfach im Spiel fortzuschreiten. Und jetzt das vierte in der Reihe ist Sakura Clicker, das aus meiner Sicht irgendwie am wenigsten Spieltiefe hat von dem, was hier möglich ist. Also ihr seht, ich habe 3,29 J Gold bekommen. Das sind sozusagen diese Notationen mit den Buchstaben, wobei ich nicht genau weiß, wie genau ob die exakt so sind, weil nicht alle Buchstaben, also die ersten sind hier sozusagen nur mit den Zeichen und kann sein, dass die ab AA dann irgendwie sozusagen einfach linear durchgesetzt werden. Ich weiß nicht, ob die wirklich original sind. Auf jeden Fall hat dieses Spiel selber tatsächlich keine In-Game-Währung oder irgendetwas, also man kann schon etwas im Shop kaufen. Also ihr seht, das hier sind die Bösewichter auf der linken Seite und das seid ihr letztendlich, das ist euer Charakter. Egal wo ihr klickt, ihr trefft natürlich immer den beziehungsweise eigentlich eher die Bösewicht hin. Hier unten sind so die paar Bonus-Elemente, die freigeschaltet werden können. Mir fällt gerade auf, dass eigentlich hier das letzte Feld gar nicht freigeschaltet wird, weil letztlich hier auch der Neustart steht. Ich bin jetzt hier auch wieder sozusagen von hinten nach. Hier seht ihr gleich schon, das ist eins der Bonus-Elemente, die, wenn ihr sozusagen das Spiel aktiv spielt, die hier auftauchen. Eben diese Katze, die sozusagen einmal eine größere Menge an Geld gibt. Es gibt noch eine zweite Katze, die dann so eine Funktion hat wie dieser eine Bonus. Das ist, mal gucken, genau, das hier Gold per Klick für 20 Sekunden. Das, wenn ihr hier sozusagen klickt, gibt es auch direkt Geld dazu. Und eine so eine Katze hat sozusagen so einen Bonus, wenn ihr auf der rumklickt. Mal gucken, ob die auftaucht in der Zeit, während ich euch hier das Spiel zeige. Also gehen wir erstmal durch. Das hier ist ganz normal die Heldenliste, von der ich nicht genau weiß, wie weit sie letztlich geht. Es ändert sich auch nicht wirklich etwas. Also ihr seht keinen von den Helden weiter als hier, aber bei den anderen Spielen tauchen die teilweise auf. Also zumindest beim TapTap Infinity besiegt ihr ja sozusagen die euch dann unterstützen. Während bei Clicker Heroes, die auch nur hier seitlich sichtbar sind. Was ein bisschen wenig ist, ist sozusagen hier im Endeffekt immer das gleiche System zumindest. Ich gehe mal hier runter, weil da sieht man dann auch die Sprünge. Also wenn ihr einen von den sozusagen Helden oder Heldinnen dann gekauft habt, bekommt der erste Skill wird dann freigeschaltet, das ist die normale Stärke. Und dann gibt es hier bei 100, 200, 400 und 600 jeweils einen Skill, der freigeschaltet wird. Eben hier soweit so ähnlich wie auch zu den anderen. Entweder speziell eben Critical Hit, Gold und so weiter. Oder eben insgesamt Klickschaden. Oder sonst halt auf diesen Helden selber bezogen. Was jetzt im Moment schon ziemlich lange dauert, also hier der nächste Held, hier würde jetzt JJ sein. Das eben vorher schon der Held hat, glaube ich, bei G gestartet. Das heißt, es sind sozusagen zwei Zehnerpotenzen oder ich weiß es nicht genau, was das oder wie hoch eigentlich die Sprünge jetzt dazwischen sind, weil mit der Notation ist es halt irgendwie schlecht zu vergleichen. Deswegen gefällt mir das auch so nicht sehr gut. Insgesamt ist wahrscheinlich am amüsantesten die Geräuschuntermalung. Also auch wenn es keinen Shop hat als solches, gibt es hier letztlich außer diesen paar wenigen Sachen, wo ihr hier einzelne Elemente sozusagen auswählen könnt, Longhair und die verschiedenen Haarformen, die drei sind verfügbar. Alles andere müsst ihr im Endeffekt gegen Echtgeld sozusagen als Kostüme freischalten, die aber keinen weiteren Spieleffekt haben.
Genauso hier wie die einzelnen Mundelemente, die ihr dann sozusagen noch kaufen könnt. Also nee, die ihr hier auswählen könnt, die sind nicht zu kaufen, sondern es sind nur diese Kostüme, die dann gegen echt Geld zu kaufen sind. Das ist sozusagen das Zweite. Das Gleiche mit den Outfits, die sozusagen extra angelegt werden oder extra gekauft werden müssen, um sie anzulegen. Und ich denke auch, dass die Schwerter, also die haben keine Bedeutung in der Form, dass sie irgendwie einen Spielvorteil geben, sondern einfach nur, dass man eben so als Kostüm das Ganze erwerben muss. Hier ist die eigentliche eben die eigentlichen Artefakte, das, was ihr nach und nach irgendwie freischalten könnt, die wahrscheinlich auch unbegrenzt nach oben gehen, weil auch darüber gibt es hier keine wirkliche Information. Das sind sozusagen schlichtweg die Haustiere. Bisher habe ich hier nur recht wenig freigeschaltet, einmal den Boss-Timer, aber eben 5% ist bei 30 Sekunden nicht sehr viel, um das zu verlängern. Das zweite ist letztendlich hier den Gold-Gain, weil natürlich eben sehr viel davon abhängt, einfach möglichst viel Geld zu bekommen, um die weitere Ausrüstung zu kaufen. Und das andere Attack Speed, wobei ich eben nicht genau sagen kann, was das an sich bedeutet, eben wie schnell die einzelnen, dass die pro, wenn die pro Sekunde den Schaden verursachen, inwieweit die dann schneller, höher sind. Okay, hier haben wir die eine Katze wieder. Was es außer den beiden Katzen noch gibt, ist eine Schatzkiste, die hier gedroppt wird, von denen ich aber auch nicht genau weiß, ob die nur beim ersten Mal droppen, weil die ist zumindest sehr, sehr selten dann sozusagen in diesen Wiederholungen hier. Und was noch besonders ist bei dem Spiel, also so Autoklicker und so weiter, es hat, also zumindest von dem Gerät, was ich benutze, mit dem Logitech Gamepad, da haben wir zumindest schon mal eine Sichtkiste. Die muss noch ein paar Mal geklickt werden, bevor sie dann letztlich aufspringt und auch so einen größeren, im Verhältnis zumindest eine größere Menge Geld gibt. Im Moment seht ihr, dass hier ein so ein Gegner sozusagen nicht wirksam irgendwelches Geld droppt. So, Einstellungen, hier ist ganz kurz, ganz wenige Statistiken, was sind sozusagen aktuell der Stand und die Multiplikatoren und dann zumindest noch eine Übersicht, wie viele Feinde bereits gekillt worden, wie viele Bosse und wie viele Klicks insgesamt. In dem Fall eben die Klicks tatsächlich alle manuell, die sozusagen nicht durch irgendeine Automatisierung unterstützt werden. Wie und warum sie das auch immer, was auch immer sie da geschafft haben, sozusagen den Mausklick von einem generierten Mausklick zu unterscheiden, habe ich mich da jetzt nicht weiter eingelesen, ist jetzt auch nicht weiter wichtig. Gut, dann ist noch so die Patreon-Page, wenn man das anklickt, dann öffnet sich auch gleich eine Seite, wo man letztlich die Entwickler direkt unterstützen kann. So, dann lasse ich euch mal in die Kostprobe der Stimmen kommen. Das sind sozusagen. Ich denke, ihr habt einen Eindruck davon bekommen. Die Effekte natürlich. So einer Sache wie eine Schreibmaschine, würde ich sagen. Und das soll ich einsammeln. Und dann noch einen kurzen Blick auf die Musik. Okay, da gibt es eine neue Box. Mal gucken. So. Okay, soweit im Endeffekt schon die ganze Oberfläche von dem Spiel. Wie gesagt, das nächste, das läuft jetzt eigentlich schon wieder einige Tage, bis ich jetzt hierhin gekommen bin und ich bekomme gerade mal 45 von den Spirits letztlich dazu. Das heißt, es ist sehr mühsam, hier diese Level irgendwie zu steigern. Das heißt, mit den 45 kann ich einmal hier den Gold Gain nochmal erhöhen und die Attack Speed soweit vergrößern, was ich auch gleich machen werde. Nachdem ich probiert habe, nochmal den Boss sozusagen zu killen, wobei es wahrscheinlich wenig hat. Also hier die Boni einfach zu aktivieren, zu denen komme ich gleich nochmal. Jetzt geht es sozusagen bloß darum zu gucken, ob eigentlich der Boss aktuell erwischbar ist. Dann habe ich zumindest noch ein bisschen Geld, um sozusagen nochmal zu probieren. Vielleicht kann ich noch den einen oder anderen Spirit noch dazu bekommen. Wie gesagt, geht es 20 Sekunden. Das heißt, das ist schon vorbei. Und ja, es ist eigentlich im Verhältnis dazu jetzt sehr wenig gewesen. Zu den Klicks, beziehungsweise zu den
ja, Skills, die hier aktivierbar sind, die sind sozusagen durch euren Hauptcharakter, die hier durch die erste Stufe aktivierbar. Das eine ist dieser Autoklick, der ist generell hier aktiv. Dann dieser massive Strike, das sind hier diese 75-fache sozusagen, als ob ihr 75 mal geklickt hättet. Dann dieses, was ihr gerade gesehen habt eben, dass mit jedem Klick auch bestimmte Goldmenge gemacht wird. Dann diese schnelle Auto-Attack, das heißt, dass da nochmal deutlich mehr Schaden generiert wird, weswegen, wo ihr auch die Anzeige gesehen habt. Und dann natürlich auch, dass der Critical Hit erweitert wird. So, das letzte ist jetzt hier das Progression, eben aktuell 45 und das geht ab Level 450. Im Moment bin ich auf Level 1260 von dem. Jetzt kaufe ich hier einfach noch zu Ende sozusagen, mal gucken, ob das noch irgendeine Auswirkung hat. Aber wie ihr seht, war das jetzt nicht sehr viel, hat auch keine Auswirkung an der Stelle. Gut, dann einmal Ascending und dann starten wir sozusagen auch hier von vorne. Und es geht wieder von Anfang an los. Wie ihr seht, ändern sich die Hintergründe. Also was hier auf jeden Fall schön ist, ist letztlich einfach die Malung und so weiter. Weil optisch, hier ist die andere Katze übrigens, die jetzt natürlich ganz, ganz wenig bringt, weil ihr habt ja gesehen, dass die andere auch nur 5 Klicks gebracht hat. Und jetzt geht es letztlich darum, zumindest mal so weit vorzubereiten. Ich kaufe erstmal die Boni. Hier ist dann auch aufzupassen, dass tatsächlich man nicht versehentlich gleich schon mehr sozusagen ausgibt. Man kann auch maximal 350 speichern. Ich weiß nicht, ob man insgesamt auch noch maximal 350 braucht, um letztlich alle Sachen freizuschalten, weil, wie gesagt, hier gibt es keine Anzeige, ob es irgendeinen Maximalwert gibt. Aber ich höre jetzt einfach nochmal die Attackgeschwindigkeit. Okay, das ist doch die Angabe, wie es sich aktuell auswirkt. Das heißt, es sind jeweils 5% gewesen, hier sind jeweils 10% gewesen, was dann einem so ein Element ausmacht. Ja gut, soweit Zuordnung. Hier dann die erste Schatzkiste und ja, ich lasse jetzt einfach bloß mal noch sagen, bis ich den ersten Helden kaufen kann. Ja, kann ich ja schon, genau. So, und dann in dem Moment wird dann auch der nächste freigeschaltet. Also erst wenn ihr den gekauft habt, seht ihr den nächsten. Bei Clicker Heroes ist ja, glaube ich, sobald ihr euch den leisten könnt, wird der nächste angezeigt. Und dann fängt es jetzt hier schon ganz gut an zu laufen. Okay, der ist aber jetzt schon gekauft. Achso, also es ist ausgeblendet, weil ihr natürlich jetzt kein weiteres Level kaufen könnt. Ich habe jetzt mal meinen Klicker sozusagen, damit, wenn dann hier zumindest das weitergeht, dass die DPS... Ah ja, okay. Das war jetzt wieder ein Boss. Also ihr seht, an sich, ich denke, beim ersten Besiegen ist die Chance höher, so eine Kiste zu bekommen. Stärke 30. Deswegen, ich habe halt keine Übersicht wirklich darüber, was meint, dass diese 30, auch wenn es Damage pro Sekunde an sich sind, ist die Frage, ob diese Attack Speed letztlich die, ja, jetzt 20% schneller, das heißt eigentlich in 0,8 Sekunden oder sowas ausgelöst wird. Das wäre ja jetzt auch ein bisschen zu umständlich, das alles zu messen. Aber ich hoffe, ihr bekommt zumindest einen Eindruck davon. Wie gesagt, ist das aus meiner Sicht das, was am wenigsten komplex ist von den Clicker-Spielen und den, ja, Progression-Games, die ja eben immer wieder bedingen, dass man das Spiel irgendwann zurücksetzt. Und ja, soweit in der Folge, hier diesmal einfach nur kurz, weil dann nicht so viel zu erzählen gibt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!